Hey zusammen, heute geht es um die zweite klare Schicht beim Kunstharz, beziehungsweise bei unseren Untersetzern. Und zwar zeige ich euch drei Möglichkeiten, wie man die auftragen kann und warum. Und zwar gibt es zwei Gründe. Eure Oberfläche ist noch nicht ganz perfekt, wie hier. Mein Blattgold sieht man noch. Oder ihr möchtet, dass eure Untersetzer hitzebeständig sind. Deswegen benutze ich dafür Ultracast XT von resin-kunst.de. Unten steht auch ein Rabattcode. Und dieses ist bis 100 Grad hitzebeständig. Also wenn ihr heißen Tee trinken wollt, dann müsst ihr hitzebeständiges Harz oben drauf gießen. Und das habe ich zum Beispiel auch schon mit Ultracast gemacht. Warum ist das noch nicht hitzebeständig? Weil ich Pigmente eingerührt habe. Und wenn man Pigmente hinzugibt, dann beeinflusst das die Eigenschaften vom Harz. Das heißt, es ist nicht mehr bis 100 Grad hitzebeständig, sondern vielleicht nur noch bis 90 oder 80 Grad. Und wenn ihr diese zweite Schicht gemacht habt und sie ist ausgehärtet, dann könnt ihr aber noch nicht nach 2 Tagen eine heiße Tasse Tee draufstellen. Man bekommt trotzdem Ringe. Man muss, so, ich weiß noch nicht ganz, was der richtige Wert ist. Ich habe noch nicht die Erfahrung gemacht, aber ich habe gehört, dass es 20 bis 30 Tage aushärten muss, also quasi so Tiefen aushärten muss. Erst dann ist es hitzebeständig. Und ihr könnt mit der zweiten klaren Schicht auch Lebensmittelechtheit gewähren, sag ich mal, wenn man alles richtig macht. Zumindest bei dem Mastercast und Ultracast. Nun zu den drei Möglichkeiten. Es gibt einmal diese tiefe Form. Ihr könnt hier einfach die zweite klare Schicht reingießen und habt dann aber am Ende so Untersetzer, die diesen hohen Rand haben. Viele haben mich angeschrieben, wie die das wegbekommen. Mich persönlich stört das jetzt nicht unbedingt, aber für die, die es stört, könnt ihr dann einfach den Untersetzer aus der Form nehmen. Ihr macht dann Naturlatex, so circa 1 cm auf der Rückseite dick und wartet bis es so 20, keine Ahnung, 20 Minuten, bis es nicht mehr runtertropft. Dann drehen wir das gleich um, also ihr werdet das ja auch sehen. Und dann gießen wir das Harz so drauf. Dieses Naturlatex verhindert dann, dass das Kunstharz runtertropft und ihr das später nicht mehr gerade auf den Tisch legen könnt. Dann kann man das einfach abziehen. Und die dritte Möglichkeit ist, wenn ihr nicht so tiefe Silikonform habt, wie von dem Material zum Beispiel, dann könnt ihr das Kunstharz einfach bis oben zum Rand auffüllen und dann habt ihr auch diese ebenmäßigen Kanten. So, ich habe hier das Ultracast schon angemischt und so circa 10-15 Minuten stehen lassen, weil dann die ganzen Bläschen schon nach oben gestiegen sind. Und da müssen wir gleich nicht so viel mit dem Brenner brennen. Und genau, aber passt auf, lasst das nicht zu lange stehen, weil wenn man Harz in so einer großen Menge sehr lange stehen lässt, dann kann die chemische Reaktion zu stark werden und es könnte anfangen zu kochen. Aber hier ist noch alles Roger in Kambodscha. So, fangen wir mit dem ersten an. Ihr fragt euch nämlich bestimmt alle, wie viel ihr drauf gießen müsst. Ich weiß es auch noch nicht, deswegen finden wir das jetzt einfach mal heraus. Hier das Harz. So, 20 Gramm. Bei dieser Methode habe ich bemerkt, wenn ihr das von einfach in die Mitte gießt und dann von sich an den Rand zu dem Rand laufen lässt, dann sind diese hohen Ränder nicht so hoch. Und wenn ihr das aber so schwenkt, dann sind die etwas höher. Genau. Also ich könnte jetzt warten. Ich glaube, das würde sich verteilen, aber ich bin ja ein ungeduldiger Mensch. Deswegen machen wir jetzt noch mal ein bisschen rein. Genau. Also das ist die Methode 1. Jetzt machen wir mal die Methode 2. Hier hoch, füllen bis zum Rand.
die letzte Methode. Ich bin jetzt zurück mit den ausgehärteten Ergebnissen. Ich habe 24 Stunden gewartet und so sieht das Ganze hier aus. Ihr seht, etwas ist daneben getropft, einiges. Und genau dafür haben wir jetzt dieses Flüssiglatex. Und ihr könntet auch besser Handschuhe anziehen, damit eure neuen Untersetzer keine Fingerabdrücke abbekommen. Ich ziehe das Ganze dann einfach ab. So, Numero uno. Dann die zweite Methode. Wo ihr einen leicht abstehenden Rand haben werdet. Aber wie gesagt, was ich nicht so schlimm finde. Seht ihr, was ich meine? So, genau, Variante 2. Und hier habe ich leider zu schnell aufgehört, die Luftbläschen wegzumachen, weil es einfach so schwer ist mit der Kamera vorm Gesicht und dem Feuer. Aber ich hoffe, hier können wir unsere Smooth Edge-Variante erkennen. Seht ihr das? Ja, das ist schön. Genau, das sind die drei Varianten. Ich hoffe, das konnte euch jetzt etwas helfen und aufklären. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Und ihr könnt ja unter den Kommentaren schreiben, welche Methode euch am meisten gefällt. Und besucht mich auf Instagram, Marmeladescience. Bis dahin, ciao.